so scheint es auch zu gehen. Hier gibt es aber nichts Besonderes. Diese Entdeckung darf ich Lambert nicht vorenthalten. Neblinge sind immun. Hier ist ein Lager. Bullenfigur. Die werden wir wahrscheinlich woanders nochmal brauchen. Hier war nix, oder? Ne. Da hat er schon zu viel. Käse. Hier ist etwas. Ich muss das umsetzen. Kammer. Eine Art Gewölbe. Ich sollte mich umsehen. Da will ich auf jeden Fall hin. Jetzt mache ich erstmal kurz einen Meditationsabend. Ich brauche wieder ein bisschen mehr Katze. So. Wenn ich den Damage. Oder vielleicht muss ich ihn anziehen. Das hat funktioniert. Die Magische deaktiviert. Ich muss sie irgendwie beseitigen. Ach nee, was habe ich denn gerade getan? Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. So. Schlangenfigur. Wenn dieses Schwert so tödlich ist wie Eramas Käse, sollte ich es mitnehmen. Vielleicht nenne ich es Emmental. Der Emmentaler. Hier komme ich wahrscheinlich wieder raus. Ich weiß nicht, ob ich schon wieder raus will, aber... Frische Luft, endlich. Was mag das wohl bedeuten? Haben wir ein paar Stellen nicht gesehen in der Höhle, aber egal. Wir sind sowieso schon vom Level viel zu hoch. Ich meditiere mal bis in der Früh um 10. Dann gehen wir zum Schild und machen uns auf den Weg zu dem, was ich markiert habe. Viel. So. Und nachdem das eine Stelle ist, wo man Katzenschulenausrüstung bekommt, ist es vielleicht gar nicht so schlecht vom Level her. Also mal schauen. Sieht nach Regen aus. Ja, schön. Juckt mich das jetzt? Erstmal da runter.
keinen Schritt weiter. Sonst gibt es noch eine Leiche. Keine Sorge, bin schon weg. Hör mal, ich hinter dir. Wenn du glaubst, dass ich darauf... Oh, du Wichser. Waffen! Zu den Waffen! Monster kommen! Oh, okay, das nächste Album. Danke. Ohne dich wäre es aus mit uns gewesen. Todsicher. War... Taucht auf wie eine Furzblase im Wasser. Das war die Quest. Ach so. Ich frag nicht. Aber wir sehen, hier ist Katzenschulenausrüstung, also gehen wir uns die mal besorgen. Liegt ja schön offensichtlich hier rum. So. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir noch als nächstes irgendwas zu tun haben oder was tun können. Nebenquests von Schwertern und Knödeln. Da müssen wir unser Schwert noch abholen. Dann machen wir so lange noch Hexeraufträge. Schatz suchen, habe ich ja gesagt, wie wir das machen. Herr des Waldes. So, ich hoffe, ich treffe die richtige Taste auf meiner dunklen Tastatur. Oh. Ja, genau das, was ich tun wollte. Naja. Steinbruch der Alten. Dann haben wir die Markierung. Ist immer besser, umso mehr Markierung wir haben. So. Ich habe immer das Gefühl, hier unten fehlt uns irgendwo eine. Und hier... Also hier. Naja. Gehen wir mal zur Gänsemühle. Schauen wir mal, wer der Herr des Waldes an dieser Stelle ist. Oh, ist blass aus. Probier's mal mit Zwiebeln in Öl. Willkommen, willkommen. Ja, willkommen. Bis dann. Das ist der Falsche gewesen. Willkommen, Meister Hexer. Das ist der Richtige. Ich habe die Nachricht gelesen. Der Auftrag interessiert mich. Das ist gut. Großartig. Ich heiße Brian Hodge. Ich habe den Zettel aufgehängt. Ich brauche Informationen. Ja, natürlich. Durch einige bedauerliche Ereignisse bin ich in den Besitz eines Waldes gekommen, der gerodet werden sollte. Bei Novigrad, weit weg von den Straßen, nah am Hafen. Leicht verdientes Gold. Ich musste nur Holzfäller anheuern und Münzen zählen. Mich interessiert das Monster, nicht dein Geschäft. Das hängt alles zusammen. Pass auf. Ich heuerte Zwergenholzfäller an. Aber sie sagten, im Wald würde es spuken. Ich hielt sie nur für faul. Dann, eines Tages sind sie in den Wald gegangen und nur einer ist wieder rausgekommen. Er sagte, eine Art Waldteufel hätte sie angegriffen. Ja, dann übernehme ich das doch. Reden wir über meinen Lohn. Das Angebot ist nicht hoch genug. Na schön. Sagen wir, das ist ein Preis, den ich zu zahlen bereit bin. Haben alle so viel Kohle hier. Ich übernehme den Auftrag. Wo finde ich diesen Holzfäller? Hier irgendwo. Zuletzt hat er seinen Lohn versoffen. Zu Ehren seiner toten Kameraden. Klasse. Oh,
sprich mit Zeugen. Hi. Willkommen, Reisender. Trink mit mir, du Schwanzlutscher. Gib dir was hinter die Binde, damit meine Freunde in Frieden ruhen. Sie wurden fertig gemacht, aber ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung, wen oder was ich verfluchen soll. Ich habe mit Brean Hodge gesprochen. Er hat mir vom Tod deiner Kameraden erzählt. Das Arschloch. Wir haben ihm gesagt, dass sich was Schreckliches im Wald rumtreibt. Aber er wollte nicht hören. Ja, dann werden wir uns das mal anschauen. Er hat mich angeheuert. Er will, dass ich die Bestie finde, die dich und deine Freunde angegriffen hat. Wirklich? Nun, dann nehme ich zurück, was ich gesagt habe. Guter Mann, Brean. Aber ein Halbling. Erzähl mir von dem Angriff. Woran erinnerst du dich? Wir waren auf dem Weg aus dem Wald, mit Holz beladen wie Packpferde. Plötzlich hörten wir ein Heulen wie von einem Wolf, einem Rudelführer. Wir sind gerannt, aber das Wagenrad ist stecken geblieben. Magnus Richter rief, ich solle die Armbrüste aus der Hütte holen. Also bin ich los. Als ich zum Wald zurückkam, alle massakriert. Ich habe meine Freunde nicht wiedererkannt. Danke, das war wirklich hilfreich. Töte das Scheißding, ja? Klasse. Genauer hätte er es nicht mehr ausdrücken können. So. Dann schauen wir doch mal in den Wald. Schon gehört, danke. Du kannst natürlich noch 10-mal sagen. Ach, hi, Waldo. Irgendwann werden wir dich schon noch treffen. So. Und noch ein paar Kilometer. Die Holzfällerhütte. Ich muss den Ort finden, wo sie gestorben sind. Tiefe Rillen. Hier muss der Holzfällerwagen gehalten haben. Dann sind sie diese Straße runter, vermutlich auf ihre Lichtung zu. Ja, der Holzfäller war. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Zwei Zwerge und was Großes. Ja, von denen ist nicht mehr viel übrig. Ein Zwerg ist hier entlang. Ein verwundeter Zwerg wollte fliehen, hat stark geblutet. Scheint ja wohl nicht weit gekommen zu sein. Tiefe Wunde am Rücken, ist verblutet. Wo ist der andere hin? Von dem hören die Spuren hier auf, oder? Nee, da liegt er. Er wurde von Wurzeln zu Boden gedrückt, bis er erstickt ist.
Looks like a Waldstart. Wo war denn hier? Irgendwas müssen wir noch übersehen haben. Ah, da. Hat den Felsen zerkratzt. Muss wütend gewesen sein. Und stark. Alles deutet auf einen Waldschrat hin. Einen Jungen. Er ist noch nicht lange hier. Ich muss sein Totem finden. Krähen dienen Waldschraten. In der Nähe des Totems müssten welche sein. So. Das sind nicht die Vögel eines Waldschrats. Falsche Spur. Da oben ist die Chance schon ziemlich hoch. Gewöhnliche Raben, wie es scheint. Keine Spur von einem Totem. Geh mal stark. Ja, da ist es. Sieh an, ein Waldschrat-Totem. Um es zu zerstören, muss ich ihn reizen und dazu bringen, den Bau zu verlassen. So. Na, komm her. Seine Wurzeln sind auch stark. In die Luft fliegen. Da ist nicht der Wolf. Gehen wir uns unsere Belohnung abholen. Ach, so weit sind wir rumgekommen, okay. Der hat keine Quest für uns, hoffentlich. Wird er überhaupt reinkommen? Dunkelschinswindmühle. Da ist er auch nicht. Na dann, nehme ich die Schnellreise. Geht schneller zur Gänsemöse. So. Hol ich immer meine Belohnung ab.
Meister Hexer. Leb wohl. Gut, dass wir das willkommen, Meister Hexer. Ich habe den Waldschrat getötet, der die Holzfäller angegriffen hat. Das ist wunderbar. Großartig. Ich muss mich nach neuen Holzfällern umsehen. Aber es gibt genügend Leute, die Arbeit suchen. Aber kann ich sicher sein, dass nicht noch ein Waldschrat auftaucht? Das kann immer sein, würde ich sagen. Dann brauchst du einen Hexer. Ah, hier ja. Du hast dir eine Belohnung verdient. Ich gehöre nicht zu denen, die gute Arbeit nicht bezahlen. Leb wohl. Schön. Da hätten wir das ja jetzt auch geklärt hier. Was ist denn das für eine? So. Nebenquests. Ich weiß nicht, können wir da schon hin? Ich schau mal nach unserem Schwert. Wo ist denn das Gänsemüse-Schild? Ob sie wird dann da oben auf dem Steg raus. Ah. Ich frag nicht. Dann gehen wir mal zu Hattori. Ich glaube, das ist der kürzeste Weg. So, ich meditiere zwar ein bisschen, dann schauen wir mal so. Ich hoffe, dass wir es dann irgendwie schaffen, dass wir dorthin kommen, dass er das Schwert endlich fertig hat. Weil ich stark davon ausgehe, dass wir das schaffen werden. Weißt du nicht, warum er 10.000 Tage für ein Schwert braucht und man danach direkt Sachen schmieden kann bei ihm, aber... Man muss es ja nicht herausfordern. So. Kehre später zu Hattori zurück. Ist das später jetzt immer noch nicht weit genug fortgeschritten? Lässt du was aufs Maul? Bereiten Sie da schon einen Scheiterhaufen vor der Stadt vor? Der Bummel wird nicht. Denn Hexen sind die Quelle allen Übels. Nicht drängeln, sei gegrüßt. Ist auch die Quelle allen Übels. So. Hier muss doch irgendwo unser Freund sein. Oder? Ich bin noch nicht weit genug drin. Doch, ich bin schon zu weit. Eins zu weit gelaufen. Einfach an ihm vorbei. So, Hattori. Grüß dich, Apeher. Grüß dich, Gera. Was kann ich für dich tun? Würdest du wohl etwas für mich anfertigen? Schön, dass ich das frage, aber nicht weiß, was ich hier anfertigen lassen soll. Silberschwert. Katzensilber. Ja gut, dann machen wir halt das schon mal. Viper-Silberschwert. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Greifenstahlschwert, Katzenstahlschwert, Greifenstahlschwert. Ja. Viperstahlschwert. Was brauchen wir denn dafür? Dunkelstahlbarren. Das ist bestimmt sinnvoll, dass wir das machen. Wo habe ich denn Dunkelstahlbarren? Handwerkszutaten. Dunkelstahlbarren. So. La 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 la. Und. Da wäre nur das beste Greifensilberschwert, okay. Hier, geile Katzen. Das ist schon outdated. Ist mein Schwert schon fertig? Ja, sieh nur.
Ein Schwert, das alle anderen überstrahlt. Na, die Wartezeit hat sich ja gelohnt. Danke, Aper. Und danke, Game, dass du dich schließt. Ich habe zu danken. Für alles. Bis dann. So, dieses Scherbenschwert halten wir heute immer auf, Levan. Mal schauen, ob wir das überhaupt schon benutzen können. Das Scherbenschwert, oder? Ne, das ist der Emmentaler. Scherbenschwert, das heben wir auf und den Emmentaler heben wir auf. Wir haben ja dann später einige Ausstellungsmöglichkeiten. Aber was wollen wir als nächstes machen, bevor wir nach Skellige gehen? Wir haben jetzt noch den Beton, der von Ochsenfurt Auftrag. Aber wir werden ja nochmal hierher zurückkommen, ganz bestimmt. Gerade auch, weil wir oben noch dieses Schild haben. Vor allem dann, wenn wir hier zu der zarte Hauch des Bösen kommen, da oben. Also würde ich sagen, Reiseziel Skellige. Erreichen wir endlich einen sehr schönen Ort. Sehr schönen Ort. Aber bevor ich hier nach Schiffen suchen gehe, enden wir schon mal wieder die Folgen. Ich habe heute leider nicht ganz so viel Zeit wie sonst.